Okay, machen wir weiter. Okay, hier für die Wiederholung am 22.12. hätte ich gerne eine ausführliche Lösung, Erklärung zum Aufgabentyp wie die Aufgabe 14 oder 18, da es nicht verständlich ist, wie man so eine Aufgabe richtig und vor allem vollständig bearbeiten könnte. Und zwar sind Aufgabe 14 und 18 beides so welche gewesen, wo ich quasi die Ergebnisse einer Studie nochmal ganz kurz da in einer Tabelle dargestellt habe und nochmal beschrieben habe. Und genau, also vom Prinzip her geht es darum, so eine Aufgabe, wo ich eine empirische Studie beschreibe und die Ergebnisse zeige. Ne? Als Beispiel schauen wir uns dann die Aufgabe 14 an. Aufgabe 18 ist dann analog zu lösen. Nochmal kurz den Text der Aufgabe. Elizabeth Peters erforscht in ihrem Aufsatz von 86 die Anwendbarkeit des Coase-Theorems auf den Heiratsmarkt. Sie untersucht dabei Umfragedaten von über 20.000 Frauen aus den USA. Und im beobachteten Zeitraum gilt in 30 Bundesstaaten die Unilateral Divorce Regel, in 21 Bundesstaaten die Mutual Divorce Regel. Erstere besagt, dass es reicht, wenn einer der Ehepartner die Scheidung wünscht, um die Scheidung einzuleiten. Letztere Regel besagt, dass beide Partner einer Scheidung zustimmen müssen. Das statistische Modell, das sie hierfür aufstellt, nimmt folgende Form an. Wahrscheinlichkeit von Scheidung, I ist gleich Alpha plus Beta XI plus eine Reihe anderer Variablen plus Gamma mal Unilateral und dann der Fehlerterm. Hierbei bezeichnet W von Scheidung die Wahrscheinlichkeit, dass Frau I geschieden ist. Die Variable Unilateral ist eine Dummy-Variable, die den Wert 0 annimmt, wenn im Bundesstaat, in dem Frau I wohnt, die Mutual Divorce Regel gültig ist, und den Wert 1 annimmt, wenn im Bundesstaat, in dem Frau I wohnt, die Unilateral Divorce Regel gültig ist. Und XI und so weiter steht für die restlichen Kontrollvariablen in der Schätzung. Das machen wir gleich. Okay, nur um noch zu verdeutlichen oder um sicher zu gehen, dass alle auf der gleichen Wellenlänge sind. Unsere Daten sehen so aus. Wir haben hier laufenden Nummer, das ist also die erste Frau, die befragt wurde, die zweite Frau, die dritte und so weiter. Und das ist dann, keine Ahnung, 15.098 und so weiter bis 20.000. Wir haben die Variable Unilateral und von mir aus haben wir dann noch sowas wie Bildungsherde. So, die eine Frage bezieht sich ja darauf, warum Unilateral keinen Index I hat. Ja. Nehmen wir mal an, Frauen 1, 2, 3 im Datensatz sind alle aus dem gleichen Bundesstaat, dann haben die alle den gleichen Index für die Variable. Ne? Denn in diesem Bundesstaat ist natürlich dieselbe Scheidungsregel gültig, sagen wir mal Mutual Divorce. Und sagen wir, alle Frauen hier ab 15.000 aufwärts wohnen auch im gleichen Bundesstaat und da ist schon die Unilateral-Regel gültig. Da hätten sie dann 1 stehen. Und Sie sehen, für alle Frauen, die im gleichen Bundesstaat wohnen, ist hier natürlich keine Variation. Ne? Die haben alle eine 0. Und aber bei den Bildungsjahren gibt es wieder Variationen. Okay? Das heißt, die eine kann irgendwie 10 Bildungsjahre haben, die andere kann 8 haben, die andere kann 25 haben. Das wäre dann, weiß nicht, ein alter Magisterschüler. Okay, und wir sehen, es variiert, okay? Auf individueller Ebene. Deswegen hat die Variable einen Index I dann nachher in der Schätztabelle, aber die Variable hat keinen Index I. Okay.
Die A. Welche Vorhersage trifft das Coase-Theorem in Bezug auf den Koeffizienten Gamma? Interpretieren Sie den Entscheidungsprozess hierfür als Verhandlung zwischen rationalen Akteuren? Erstmal, was ist Gamma? Gamma beschreibt den marginalen Effekt der Variable Unilateral auf die individuelle Wahrscheinlichkeit der Scheidung. Da es sich um eine Dummy-Variable handelt, also nur den Wert 0 oder 1 annehmen kann, beschreibt dieser Effekt den Unterschied in der Entscheidungswahrscheinlichkeit zwischen Personen in einem Bundesstaat mit Unilateral-Regel und ohne Unilateral-Regel. Ja? Also wir können die Dummy-Variable nicht nur um ein kleines bisschen verändern und dann gucken, was sich dann bei Y tut. Ne? Wir können die Dummy-Variable immer nur von 0 auf 1 ändern oder umgekehrt. Und deswegen geht es auch hier um Unterschied zwischen Leuten aus einem Staat mit Unilateral-Regel und Leuten aus dem Staat ohne Unilateral-Regel. Und aus verhandlungstheoretischer Sicht ist der konzeptionelle Unterschied zwischen der Mutual Divorce Regel und der Unilateral Regel, dass bei der ersten das Verfügungsrecht zur Scheidung bei dem Partner ist, der die Scheidung nicht will, potenziell nicht will, denn der kann blockieren. Okay? Wenn Mutual Divorce gilt, dann kann der die Scheidung nicht will, der nicht unzufrieden ist, potenziell die Scheidung blocken. Okay? Das heißt, er hat das Verfügungsrecht quasi über die Scheidung. Ne? Und bei der zweiten Regel, Unilateral, reicht es, wenn einer die Scheidung einreicht und dann hat der das Verfügungsrecht, der die Scheidung will. Okay? Zwei unterschiedliche Situationen. Das Verfügungsrecht ist einmal auch bei der einen Partei, einmal bei der anderen Partei. Und was sagt das Coase-Theorem in so einem Fall? Naja, bei hinreichend geringen Transaktionskosten und vernachlässigbaren Einkommenseffekten sagt das Coase-Theorem jetzt voraus, dass die letztendlich erreichte Verhandlungslösung zwischen den beiden Partnern nicht von der geltenden Entscheidungsregel abhängt, das wäre die Invarianzthese, und außerdem effizient ist, ne? Das wäre die Effizienzthese. Und übertragen bedeutet das, die Scheidungsrate sollte auch nicht von der geltenden Entscheidungsregel abhängen, ne? Denn übertragen bedeutet das, dass die Scheidungswahrscheinlichkeit auch nicht von der geltenden Scheidungsregel abhängt. Ne? Denn wenn das Ergebnis der Verhandlung unabhängig davon ist, dann sollte die Scheidungswahrscheinlichkeit auch unabhängig von der Scheidungsregel sein. Oder genauer gesagt, sich nicht signifikant zwischen Bundesstaaten mit und ohne Unilateral-Regel unterscheiden. Okay? Das wäre die Erwartung, die Vorhersage des Coase-Theorems hier in diesem Fall. Die B war das, was ich eben schon beantwortet habe. Warum hat die Variable Unilateral keinen Index I? Weil sie nur auf Bundesstaatebene variiert, klar. Dann die Interpretation der Ergebnisse. In der folgenden Tabelle sind die geschätzten marginalen Effekte dargestellt. Interpretieren Sie diese Ergebnisse ausführlich und kritisch. Keine Grafiken erforderlich. Sie brauchen hierbei nicht auf potenzielle Nichtlinearitäten einzugehen. So, grundsätzlich vorab, bei solchen Fragen gibt es sehr viel Spielraum, Punkte zu holen. Ja? Also alles, was irgendwie ökonomisch Sinn macht, ist ein Argument für mich. Okay? Das heißt, es gibt hier keine richtige Musterlösung, weil es halt so ein Thema ist, wo man viele Argumente anbringen könnte. Okay? Das erste ist vielleicht das Einfachste, der Effekt von Unilateral wird auf minus 0,32 geschätzt, allerdings nicht signifikant von 0 verschieden. Denken Sie zurück an unsere erste Frage, dann heißt das, der Standardfehler dieses Effektes beinhaltet die 0. Das heißt,
die obere Grenze dieses Konfidenzintervalls ist größer 0 und die Untergrenze ist kleiner 0. Okay? Das heißt, wir können uns nicht sicher sein, dass es der Effekt auf jeden Fall über 0 oder auf jeden Fall unter 0 ist. Okay? Und deswegen ist jetzt hier kein Sternchen dran und deswegen bedeutet das, der Effekt ist nicht signifikant von 0 verschieden. Wir können also keinen Unterschied in der individuellen Scheidungswahrscheinlichkeit zwischen Individuen aus Unilateral Staaten und Mutual Divorce Staaten feststellen. Auch wenn der Punktschätzer minus 0 also negativ geschätzt wird. Ne? Er ist nicht signifikant. Und dieses Ergebnis passt zu der Vorhersage, ne? Zu der Coase'schen Vorhersage, dass es keinen Unterschied machen sollte. Stattdessen finden wir, dass andere Faktoren wichtig sind. Zum Beispiel Alter. Der Effekt von Alter wird signifikant negativ geschätzt. Das heißt, je älter also die befragte Person ist, desto geringer ist die Scheidungswahrscheinlichkeit. Mögliche Gründe: je älter man ist, desto geringer die Wahrscheinlichkeit, nach einer Scheidung wieder einen Partner zu finden. Oder jüngere Leute heiraten eventuell öfter impulsiv und es geht dann in die Hose. Oder je älter man ist, desto länger hat eine Ehe im Durchschnitt schon gehalten, desto eher wird sie auch weiterhin halten. Also Sie sehen, da kann man relativ viel argumentieren und solange das Argument in sich schlüssig ist und irgendwie Sinn macht, lasse ich es gelten. Bei so einer Art von Frage, wenn das jetzt eine Essay-Frage wäre. Aber was man jetzt auch daraus machen könnte, wenn ich jetzt lieber eine Multiple-Choice-Frage daraus machen wollen würde, dann würde ich Ihnen quasi das Ergebnis zeigen, diese minus 0,26 mit einem Sternchen. Und dann würde ich Erklärungsvarianten als Antwortmöglichkeit geben. Ja? Und dann hätte ich zum Beispiel diese drei und dann hätte ich noch eine Erklärung irgendwie. Oder ich hätte alternativ als Erklärung angeben, je älter man ist, desto einfacher ist es, einen neuen Partner zu finden nach einer Scheidung. Ja, und dann müssten Sie eben ankreuzen, ob das jetzt zu dem Ergebnis passt oder nicht. Das wäre eine Möglichkeit, wie man dann Multiple Choice daraus machen könnte. Und Pünktchen, weil hier, das sind natürlich nicht alle Erklärungsmöglichkeiten für dieses Ergebnis. Ne? Man kann natürlich auch man könnte auch Argumente bringen, warum es andersrum sein könnte, warum eigentlich da ein Plus stehen sollte. Okay, und dann sagen, okay, in der Hinsicht ist das Ergebnis überraschend, zum Beispiel. Ja? Okay, die Frage ist, ob bei der Beantwortung auch darauf eingegangen werden muss, ob ein oder zwei Sternchen da sind. Nee, darauf müssen Sie jetzt nicht eingehen. Ja. In der Klausur würde ich einfach nur ein Sternchen bei allen Signifikanten dran machen. Ja? Weil das ist jetzt für Sie total egal, ob es 5% signifikant oder 1% signifikant ist. Aber gute Frage. Also es ist jetzt auf den ersten Blick natürlich ein Unterschied zwischen den Variablen. Gehen wir weiter. Variable Kinder. Der Effekt von Kinder, also der Anzahl der Kinder, wird signifikant negativ geschätzt. Das heißt, je mehr Kinder die befragte Person hat, desto geringer ist die Scheidungswahrscheinlichkeit. Das ist erstmal die reine Beschreibung des Effektes und dann mögliche Gründe dafür. Zum Beispiel ein rein ökonomisches Argument wäre sowas wie altruistische Präferenzen. Altruistische Präferenzen bedeutet, in meiner Nutzenfunktion steckt auch der Nutzen von anderen Leuten drin. Ja? Und, wenn ich altruistische Präferenzen habe, je mehr Kinder ich habe, umso mehr Nutzenfunktionen, also die der Kinder, sind von einer Scheidung betroffen. Ja, also je mehr Kinder ich habe, desto mehr Kinder sind von dieser Scheidung betroffen, weil die Familie auseinandergeht und desto weniger will ich diese Scheidung aus diesem Grund. Okay, weil das meine Nutzenfunktion tangieren würde. Das wäre jetzt ein rein technisch-ökonomisches Argument. Man kann auch argumentieren, je mehr Kinder man hat, desto mehr werden persönliche Probleme verdrängt bzw. relativiert. Könnte man argumentieren. Oder noch ein technisches Argument, Kinder sind unteilbar.
der eine, also der, es kann nicht einer das halbe Kind haben und der andere das andere halbe Kind. Ja? Also das Kind wohnt entweder bei einem Partner dann vorwiegend und nicht bei dem anderen. Und ja, wenn man seine Kinder gern hat, dann ist das natürlich ein Risiko, ja? Wenn man das Sorgerecht nicht kriegt. Und in Deutschland kriegt eigentlich fast, ich weiß nicht, wie die Statistiken sind, aber ich würde vermuten, dass im Zweifel die Frau das Sorgerecht kriegt. Okay, das sind mögliche Argumente, warum, wie wir so einen Effekt erklären könnten. Ja. Dann Bildungsjahre. Der Effekt von Bildung wird auch signifikant negativ geschätzt. Je mehr Bildungsjahre die befragte Person hat, desto geringer ist die Scheidungswahrscheinlichkeit. Mögliche Gründe: Je mehr Bildung, desto höher das Einkommen, desto mehr hat man potenziell bei einer Scheidung zu verlieren. Ne? Oder je mehr Einkommen, desto weniger belasten existenzielle Probleme eine Ehe. Ja, das kann auch sein. Es gibt viele Stressfaktoren, je niedriger das Einkommen ist. Und man könnte auch argumentieren, je mehr Bildung, desto intelligenter ist die Partnerwahl, desto länger hält die Ehe. Ja, das ist... das Argument ist in sich schlüssig, deswegen würde ich es auch gelten lassen. Ne? Egal, wie Sie es normativ bewerten würden. So, und letztlich die Variable Scheidungsrate. Also vorletztlich. Der Effekt von Scheidungsrate wird signifikant positiv geschätzt. Je höher die Scheidungsrate im Bundesstaat, desto höher ist also die Scheidungswahrscheinlichkeit. Und wie könnten wir uns das erklären? Wir könnten sagen, je höher die Scheidungsrate, desto mehr kompetente Scheidungsanwälte sind lokal verfügbar, desto besser schätze ich meine Chancen ein. Man könnte auch argumentieren, je höher die Scheidungsrate, desto eher ist Scheidung in meinem sozialen Umfeld ein Thema, ne, mit dem unter anderem vielleicht auch offen umgegangen wird. Okay? Nur als Beispiel für Argumente. Und dann der Effekt von Stadt, also ob jemand in einer Metropolregion wohnt, wird positiv geschätzt. Das heißt, die Scheidungswahrscheinlichkeit ist für Befragte, die in einer Metropolregion wohnen, höher. Mögliche Gründe. Da kann man alles an möglichen Gründen sich raussuchen, was in der Stadt mehr gegeben ist. Ne? Also in Städten gibt es auch mehr Scheidungsanwälte wahrscheinlich. In Städten ist vielleicht die Scheidungsrate auch höher. Leute, die in der Stadt wohnen, haben vielleicht eine höhere Belastung bei der Arbeit und deswegen geht die Ehe kaputt. Oder man könnte argumentieren, in einer Stadt gibt es mehr Möglichkeiten für Seitensprünge. Oder man könnte auch argumentieren, in einer Stadt gibt es mehr Möglichkeit, nach einer Scheidung wieder einen Partner zu finden. Okay, das sind alles Sachen, die individuelle Scheidungswahrscheinlichkeit beeinflussen könnten, ne, aus rein ökonomisch kalkulierender Sicht. Ja, das war das, was ich zur Aufgabe 14 sagen würde. Aufgabe 18 ist ziemlich analog. Ja? Also wichtig ist, wenn nach Argumenten gefragt wird, dass sie halt in sich schlüssige Argumente bringen. Und ich habe Ihnen gesagt, wie eine Multiple-Choice-Frage dann in dem Kontext aussehen könnte. Keine Angst, ich habe nicht vergessen, dass ich Ihnen diese Oberfläche von der E-Klausur nochmal auch mal zeigen wollte. Das werde ich auf jeden Fall machen, auf jeden Fall vor der Klausur. Ja. Ach so. Schlafmangel. Letzte Woche, also was wir letzte Woche gemacht haben, ist die Frage. Letzte Woche waren wir im PC-Pool und haben Spiele gespielt. Es gibt eine ganz tolle Seite, auf der ökonomische Experimente umgesetzt werden können, auf der ich quasi ein Spiel
mir aussuchen kann und dann konnte ich den Teilnehmern sagen, okay, das ist der Session-Name und dann konnten sie sich einloggen in ein Spiel und dann haben wir am Anfang das Gefangenen-Dilemma zum Beispiel gespielt und da waren 12 Rechner, also 12 Spieler und dann wurde das Gefangenen-Dilemma 10 Runden lang gespielt und jede Runde hat man dann zufällig jemand Neues aus der Runde getroffen. Man wusste nicht, wer es war. Man muss nicht entscheiden, spielt man kooperativ oder nicht kooperativ. Genau, und damit die Anreize, ja, und dann habe ich halt versucht, auch Anreize einzubauen, indem jemand zufällig Ausgewähltes am Ende eines Spiels dann einen gewissen Anteil seiner erspielten Payoffs als echte Euros bekommen hat. Wir haben verschiedene Variationen von Gefangenen-Dilemma gespielt. Auch etwas, was kein Nash-Gleichgewicht hatte. Und als zweites haben wir dann ein sogenanntes Public Good Game gespielt. Ein öffentliches Gutspiel. Und das sah dann anders aus. Das war dann so, dass jede Runde musste sich jeder entscheiden, ob er... konnte jeder von seinem Einkommen entscheiden, wie viel er investiert in die Gruppe, in das öffentliche Gut oder behält. Okay? Und das, was man selber behält, hat einen privaten Payoff. Und das, was man in die Gruppe gibt, hat eben einen sozialen Payoff. Das heißt, jeder hat was davon. Okay? Aber ein bisschen weniger für jeden, als wenn man es behält, wenn jeder seins behalten würde. Ne? Das heißt, wenn alle alles investieren in die Gruppe, haben alle mehr. Aber es gibt immer einen Anreiz abzuweichen. Ne? Es gibt Trittbrettfahrerverhalten und da haben wir halt gesehen, am Anfang gab es noch ein paar, die kooperativ gespielt haben, relativ viel in die Gruppe investiert haben und dann ist es relativ schnell bergab gegangen und gegen Ende war es fast null, glaube ich, ja. Und dann konnte man noch eine Variation von dem Public Good Game machen, wo man am Ende jeder Runde Bestrafungspunkte verschicken konnte an spezifische Spieler. Man hat dann gesehen, welcher Spieler wie viel investiert hat in die Gruppe und konnte den dann bestrafen. Und das ist gerade dann Kosten für einen selbst, auch jemanden zu bestrafen, aber für den, der bestraft wurde, hat es auch negative Effekte gehabt. Und da haben wir dann gesehen, dass die Strafen sehr strikt und sehr harsch auch eingeführt wurden. Also jemand, der nicht 100% in die Gruppe investiert hat, hat dann auch am Ende fast alles verloren in dieser Runde als Bestrafung. Ne? Und teilweise wurde auch prophylaktisch bestraft. Also auch Leute, die alles investiert haben, wurden bestraft. Genau, und die Motivation war einfach zu sehen, ihnen zu zeigen, einfach so sehen experimentelle Methoden in der Rechtsökonomie meistens aus. Und dadurch, dass man das Spiel in verschiedenen Variationen spielt, kann man dann so tun, als ob man eine Rechtsregel einführen würde. Ja, weil man verändert ja die Regeln des Spiels und dann ist es so, als ob man eine Rechtsregel ändern würde. Okay, und das war einfach die Motivation dahinter. Und ich denke, es hat den meisten gefallen und wir werden wahrscheinlich im neuen Jahr versuchen, nochmal eine Sitzung so zu machen. Genau, das war das. Gibt es noch Fragen? Dann wünsche ich Ihnen ein ganz, ganz tolles Weihnachtsfest, dass Sie keinen Familienstress haben, dass Sie sich erholen können, dass Sie jetzt schon alle Geschenke besorgt haben, dass Sie gut ins neue Jahr rutschen und dann sehen wir uns im Januar wieder.